Meine lieben Freunde, ich bin Claudius Farbig, mal wieder zu Gast auf dem Satire-Kanal von Robert Götz Martuszewski. Ich bin hier am Bundestag, dem deutschen Volke. Und da kam mir gerade so ein kurzer Gedanke. Olaf Scholl, unser Bundeskanzler, der mit der Augenklappe, der hat doch neulich gesagt, also solche Publikationen wie Tim und Struppi müssen einen Warnhinweis bekommen. Ist wirklich wahr, hat Olaf Scholl gesagt, unser Kanzler. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, warum macht sich Olaf Scholl Gedanken über Tim und Struppi? Er sollte sich viel mehr Gedanken über diesen anderen Struppi machen, diesen Werwolf, World Economy Forum Chef Klaus Schwab. Klaus Schwab lässt so Sachen los, entweder persönlich oder durch seine Lakaien, so Aussagen wie, Wahlen gefährden die Demokratie. Ja, oder jetzt ganz aktuell, ja, wir müssen die Menschen mehr kontrollieren und wer nichts zu verbergen hat, den kann man auch kontrollieren. Ich wusste gar nicht, Klaus Schwab, dass man sie zum Führer der Welt gewählt hat. Wer sind Sie eigentlich, Klaus Schwab? Sie haben überhaupt gar nichts zu melden. Sie sind der Vorsitzende irgendeiner Privatorganisation, World Economy Forum, ja, haben sich weltweit ihre Zöglinge rangezüchtet, ja, Trudeau und Co., Anal, Lena Baerbock, ja, wie sie alle heißen, ja, Young Global Leaders, aber sie sind nicht gewählt, sie haben überhaupt gar nichts zu melden. Ja, sie können irgendwelche Vorschläge machen und darüber kann dann vielleicht möglicherweise das Volk der einzelnen Länder abstimmen, aber sie haben nichts zu melden. Und Herr Scholl, ich werde Ihnen mal was sagen, ja, Sie mit Ihrer Augenklappe. Ja, Sie sind nicht nur auf einem Auge blind, Sie sind auf beiden Augen blind. Wenn Sie wirklich der Vertreter des deutschen Volkes wären, ja, dann würden Sie sich mal ganz deutlich dazu äußern, dass Klaus Schwab hier sich hinstellt und durch seine Mitarbeiter verkünden lässt, dass Wahlen die Demokratie gefährden. Nein, im Gegenteil. Wahlen machen eine Demokratie erst möglich. Und ich muss wirklich sagen, wenn Sie hier immer die Delegitimierung des Staates ansprechen. Genau das ist die Delegitimierung des Staates. Und Herr Scholl, Sie sind ja, Z sagt man ja nicht mehr, das ist ja Putin-Versteher. Herr Scholl, Sie delegitimieren doch damit den Staat, wenn Sie das nicht ansprechen. Sie sind doch verantwortlich hier für die Bürger, für 84 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, sind Sie der Bundeskanzler. Sie sind übrigens der Bundeskanzler aller hier lebenden Menschen und nicht nur derer, die Sie gewählt haben, was dann, glaube ich, 24% sind oder 25. Sie sind auch der Bundeskanzler derer, die Sie nicht gewählt haben und auch der Bundeskanzler derer, die überhaupt gar nicht wählen gehen. Aus übrigens immer mehr verständlichen Gründen, weil man hat ja den Eindruck, dass die Parteien vorher etwas versprechen, zum Beispiel Respekt und danach respektlos mit den Menschen umgehen. Oder keine Mehrwertsteuererhöhung, dann gibt es die Mehrwertsteuererhöhung. Oder keine Impfpflicht und dann soll die Impfpflicht durchgewunken werden und so weiter und so fort. Also die Delegitimierung des Staates. Staat ist übrigens Staatsfläche, Staatsgrenze, Staatsvolk, nichts anderes. Ja. Und wenn hier einer mit Legislative und so weiter kommt, das ist ja auch das Staatsvolk. Also das ist der Staat und nicht Sie, die Regierung. Die Regierung ist nicht der Staat, Sie sind Staatsdiener. Ja. Herr Scholl, Sie dienen uns. Sie sind unser Staatsangestellter, der Angestellte des Staatsvolkes. Und als Angestellter des Staatsvolkes, ich spreche jetzt mal für die Majorität derer, die hier leben, ja, ich denke mal, ich spreche für wahrscheinlich alle, ja, verbitten wir uns, ja, wir verbitten uns, dass ein Klaus Schwab den Mund aufmacht und sagt, ja, Wahlen gefährden die Demokratie. Oder wir brauchen mehr Kontrolle. Und wer nichts zu verbergen hat, der kann auch kontrolliert werden. Das verbitten wir uns. Und Sie, Herr Scholl, Sie haben sich dafür einzusetzen. Sie haben sofort mal den Mund aufzumachen und sich nicht um Tim und Struppi zu kümmern. Auch das, wenn das wahrscheinlich intellektuell eher Ihnen liegt, als die Fakten von Klaus Schwab. Sie haben sich nicht um Tim und Struppi zu kümmern und um Warnhinweise in Kinderbüchern, sondern Sie haben sich um das deutsche Volk zu kümmern. Ja? Auch wenn es schwerfällt. Gut, in diesem Sinne, das waren meine Gedanken hier auf diesem Satire-Kanal von Robert Götz Martuszewski und Klaus Schwab. Einen Satz zu Ihnen, Herr Schwab. Sie haben schon mal gar nichts zu melden. Und Herr Schwab, in 100 Jahren, vielleicht auch in 120 Jahren sterben Sie. Ich wünsche Ihnen 200 Jahre. Ich wünsche Ihnen auch Gesundheit. Und wissen Sie was, Herr Schwab? Könnte durchaus sein, dass es sowas gibt wie ein Leben danach. Karma will catch you. Spätestens dann. In diesem Sinne, hang loose, euer Claudius. Danke für den Kommentar, für den Daumen hoch. Und ich bin gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Scholl, toller Kanzler, muss ich wirklich sagen, ja, spitze.